Ja, was jetzt europaweit ja ein großes Thema ist, ist immer Arbeitsplätze schaffen. Arbeitsplätze schaffen, das sagen alle Politiker. Doch die Arbeitsplätze werden doch ständig übernommen, ständig, und zwar von der Technik. In der modernen Landwirtschaft, zum Beispiel in Europa, da mäht, jätet und melkt alles von selber. Haben Sie gewusst, 10% der europäischen Kühe haben jetzt schon Beschleunigungsbänder mit einer SIM-Karte. Und wenn die fruchtbare Kuh sich anders bewegt aufgrund der Fruchtbarkeit, dann schickt die Kuh über das Band, über die SIM-Karte ein SMS an ihren Bauern. Also das ist schon witzig. Die fruchtbare Kuh schreibt ihrem Bauern ein SMS. Da habe ich mich auch gefragt, ja, was schreibt die da, die europäische Kuh? Ja, wahrscheinlich ruft die Bullen. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schreibt sie doch in Klammer bitte die ohne Mütze, weil da müsste der Kommissar schon sehr motiviert sein. Ja. Aber man muss das oftmals sagen, so eine moderne Kuh ist eine arme Sau. Also wenn die zur Libertär leben will, die muss sich auf der Weide ein Funkloch suchen. Ja, es ist erschreckend. Heutzutage wird alles automatisiert, das haben sie auf der IFA gezeigt, es braucht ja keine Menschen mehr, weil das Klo der Zukunft, wenn man dort hinein uriniert, entnimmt das Klo von selber eine Urinprobe, ist der pH-Wert Zuckergehalt außerhalb der Norm, schickt das Klo von selber ein E-Mail an den Computer vom Internisten, den Arzt braucht es da auch nicht mehr, der Computer vom Internisten erstellt einen Ernährungsplan, schickt den als WhatsApp-Meldung an meinen Kühlschrank und mein Kühlschrank schickt ein Bestell-SMS an den Supermarkt. Und das Größte ist, das passiert alles, bevor ich den Hosenschlitz zugemacht habe.